Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Tja Freunde, ich habe nicht weiter gespielt, das Ganze auf Pause, aber ich habe hier mal so ein paar Planungssachen gemacht, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, wenn ich das im Let's Play abzähle. Bin ich mal geguckt, hier unser Funkfeuer, wie groß das sein muss. Beziehungsweise wie groß das Funkfeuer ist und wie groß das Lager dann sein muss. Das wollten wir doch hier schon mal anpassen. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Habe ich hier ein bisschen in der Planungsansicht gemacht. Dann habe ich hier nochmal einen Schlafraum geplant. Und hier würde ich sagen, jetzt endlich mal ein Krankenzimmer. Denn, Freunde, wir brauchen 2, 4, 6, 8 Schlafräume. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Und das hier oben wäre nämlich der 8. Dann haben wir noch einen 9. auf Reserve, beziehungsweise als Gefängniszimmer. Denn ich finde, das hier muss weg. Das ist hier auf fruchtbarem Boden gebaut. Ich schätze, wenn wir den Boden entfernen. Obwohl, nee, warte mal. Ist gar nicht, ne? Ist auf Sandstein. Wir können ja mal gucken, wenn wir hier Boden entfernen machen. Was dann passiert, ob das dann fruchtbarer Boden wird. Weil ich hatte mir jetzt überlegt, dass wir den Batterieraum hier rein verpflanzen, in den Berg, wo ja eh nichts wächst. Und dann die Überlegung gehabt, ob wir hier uns nochmal eine Wand einziehen, um das Ganze nochmal abzutrennen. Dass das Ganze zu unserer Kolonie gehört. Und dann eventuell als nächstes, wenn unser Vitalmonitor erforscht ist, dass wir dann schauen, dass wir Hydrokulturen erforschen. Irgendwo war das noch hier. Ermöglicht den Anbau von Pflanzen innerhalb von Gebäuden, unabhängig von äußeren Einflüssen. Das fände ich eigentlich ziemlich nice. Weiß allerdings nicht, ob hier das Riesendach dann getragen wird. Das müssen wir halt sehen, ob das funktioniert. Sonst könnte man hier nochmal eine Wand einziehen und dann hätte man das alles schön überdacht und das wären dann hier Hydrokulturen. Ich hoffe, das funktioniert so. Falls du das weißt, wie immer freue ich mich natürlich über Rückmeldung. Dann wären das Hydrokulturen und dann kann man nämlich noch bauen, habe ich gesehen, hier diverses künstliche Sonne beleuchtet eine Fläche so stark, dass Pflanzen wachsen können. Das wäre natürlich dann notwendig, weil wir hier ein Dach hätten und kein Licht. Aber dann könnten wir ein paar künstliche Sonnen und die leuchten die ganze Zeit. Und das wäre ja mal mega geil, oder? Wenn die ganze Zeit leuchten, können natürlich auch hier irgendwie dicht machen. Na gut, das waren jetzt so meine Gedankenspiele. Wenn die ganze Zeit leuchten, würde das Tag und Nacht schöne Sachen bringen. Nämlich Pflanzen. Die könnten dann besser wachsen. So. Was kostet denn so ein Geothermie? Oh, der kostet auch 8 Bauteile. Ja. Vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Handeln, wenn Piraten im Orbit sind, dass wir dann einfach mal einen Funkspruch lossenden. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Dunkel. Ja, ist halt gerade dunkel draußen. Temperaturmäßig 15 Grad, das sollte passen. So, Snipe und Gavri sind natürlich immer noch krank. Schwer. Oh, das ist fies. Leicht. Kümmer dich um sie. Wer kümmert sich? Mispy nicht. Snipe nicht. Doch, Mispy. Mispy wird sich kümmern. Und Otschan im Zweifel auch. Aber den nochmal ein bisschen hochsetzen hier, kurzzeitig. Ich glaube, das wäre ganz, ganz sinnvoll. Immer noch schwer. Ja, jetzt auch wieder schwer. Oh Mann, und da gehen unsere Vorräte hier zurück, die wir natürlich für unser Spitzenkrankenzimmer brauchen und unsere Arbeitskräfte gehen natürlich auch ein Stück weit flöten, weil sie sich natürlich jetzt um die Kranken kümmern.
Was ja auch richtig ist. Den Fernseher habe ich schon geguckt, den könnten wir dann auch ins Krankenzimmer installieren. Den würden wir dann hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre okay. Da könnte man also den hier hinstellen oder da hinstellen, das Bett da oder umgekehrt, wie auch immer. Und dann das Bett hin platzieren in den sichtbaren Bereich. Das wäre okay. Finde ich gar nicht schlecht. Und dann bauen wir hier lieber noch in unseren Aufenthaltsraum ein schönes Schachspiel oder sowas. Was gibt's denn noch bei Vergnügen? Ein Schachtisch. Das wäre doch cool, oder? 70 Stahl wäre kein Problem. Ja, man könnte es aber auch schön aus Marmor zum Beispiel. Das finde ich auch nicht verkehrt. Was haben wir hier? Haben wir auch. Genau, es würde zu dem Tisch passen. So, Snipe scheint wieder. Nee, hat immer noch schwere Malaria, aber dreht jetzt auch durch. Natürlich nicht so doll. Traurige Gedanken, gestörter Schlaf. Ja, Junge, du musst doch behandelt werden. Ein leichter Lagerkoller. Ja, das bedeutet, er wird sich jetzt gleich ausziehen. Wir können ihn nicht mehr steuern. Snipe, mein Freund. Bisschen Geduld. Ein bisschen Geduld. Macht der Klotz da. Das wird schon. Das wird schon, mein Guter. Oh, Snipe, Junge. Nicht ausziehen. Hier ist auch nicht richtig für dich. Nicht ausziehen, sondern ausruhen, Kollege. Quick, quick. Was war das? Wie los? Oh, ein Grizzly. Der hier ein Wildschwein verzehren will, das soll er mal machen. Kein Problem. Ja, ich hatte halt überlegt, ob wir hier noch ein Geothermiekraftwerk uns spendieren. Weil, na gut, für 4 Batterien nur alles im grünen Bereich. Aber wenn wir dann natürlich mehr Strom brauchen, noch für ein paar Lämpchen und ein paar andere Sachen, dann wird's bitter. So, wie geht's ihr denn? Malaria schwer, aber zumindest beides behandelt. So, hier wird unser Lager schön erweitert. Das gefällt mir gut. So, das Zeug kommt noch weg. Und oh, dann passt das, ne? Wie viel Kräutermediziner natürlich ordentlich. Ja, 262. Behandlung benötigt. Snipe, Alter. Oh. Tja, lässt er sich denn behandeln? Von gut, Miss B ist gerade beschäftigt, aber was ist denn mit Otschan? Was macht denn der gerade? Der entfernt Dreck. Das ist ja auch schön. Aber vielleicht könnte er sich um Snipe kümmern. Können wir nicht, ne? Angeschossen. Was? Angeschossen von Otschan. Kann das Ziel nicht treffen. Snipe ist übrigens weiblich, ja. Also, Gavriel ist aber so. Geht noch, ne? Niedrige Erwartungen. Geht so halbwegs. Findet's auch gemütlich. Hat halt ein schöneres Zimmer. Also wir müssten Snipe dann auch in unser Krankenzimmer verfrachten, wenn das denn überhaupt möglich ist. Und ich würde hier auch in der Tat mich für schöne Stahl-Schiefertür, ja, Stahl-Autotüren entscheiden, glaube ich, ne? Oder Schiefer, wäre auch okay. Ach so, Autotüren brauchen wieder Bauteile. Ja, dann machen wir normale Türen. So. Ich hätte jetzt sonst gesagt Autotüren, weil man da eben oft rein und raus muss mit den Medikamente und zum Füttern und so. Aber wir schauen mal.
Alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht. Traurige Gedanken. 65 Jahre. Ich dachte, eine Weile würde sie noch durchhalten. Snipe. Mach keinen Scheiß, beruhig dich wieder. Komm schon. Eieieiei. Schlechte Laune. Ach, Gavri kriegt jetzt auch schlechte Laune? Das gibt's doch nicht. Schmerzen. Ja, Malaria macht natürlich Schmerzen, das ist klar. Mal gucken. Ach, Otschan, guck mal. Otschan hat ein bisschen mit ihr gesprochen. Das ist doch gut, oder? Ich bräuchte jetzt nochmal ein paar Medikamente. Das möchte ich mir nochmal angucken. Wieder die Behandlungsqualität im Einzelnen aussieht. 100%, immerhin. Immerhin. So, und Snipe ist wieder sehr gut. Trivialer Nahrungsmangel. Ich denke, der wird gleich was zu essen kriegen. So, ich wollte hier die Wände nochmal verdoppeln. Bisschen als Isolierung für unsere Kühlkammer. Kräutermedizin, das ist eine gute Sache. Soll er mal machen. Wir brauchen Medizin, auch Kräutermedizin. Und unsere Batterien. Ja. Im Zweifel müssen wir halt noch hier eine Solaranlage hinpflanzen irgendwo. Können wir hier auch vielleicht nochmal Platz für schaffen, oder? Oh. Macht der viel Schatten hier, der Berg? Eigentlich geht's, ne? Wir sind immer hier ganz gut dabei. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen was wegzuhauen. Wäre nicht so verkehrt. So, Otschan trägt Medizin. Ah, okay. Mispy betrinkt sich. Hallo, Sie. Sehr schön, ja. Das ist das Bier. Wir können es natürlich auch verbieten, aber es macht... Ein Fläschchen macht mal gute Laune, aber 10 Flaschen, dann wird es problematisch, zumal Miss Bier ja auch unser Arzt ist. Alter, jetzt besaufen die sich auch noch. Snipe und Gavri sind krank, Miss Bier ist besoffen und Otschan, ja. Entfernt Dreck. Otschan entfernt Dreck. Ja, der ist aber ganz gut. Ganz gut dabei. Katharsis hat ihn erstmal so ein bisschen gerettet. Leichter Lagerkoller. Ja. Krankenzimmer wäre schon ganz cool, wenn wir das zeitnah fertig kriegen. Lassen wir mal ein bisschen laufen. Räumen schon mal ein bisschen auf. So. Doch, hier wird auch noch abgebaut. Sehr, sehr gut. Und da müssen wir natürlich auf jeden Fall die Böden schön machen. So. Und dann wird der Fernseher mal neu installiert. Ja, schlechte Laune. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh. Geht Snipe wieder gut oder ist er wieder am Durchdrehen? Nee. Doch, schwere Maler. Ach, der hilft jetzt Gavriel und spricht mit ihm. So nicht geplant, warte mal. Schlaf bis vollständig geheilt. Ruh dich aus, mein Freund. Wobei wir da ein bisschen was zu tun haben, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, hä?
Erstmal füttern. Mein Libbermann. Aber gegen Malaria ist man da eigentlich dann immun, wenn man das durchgemacht hat. Bei diversen Infektionen ist es ja so. Ist die Frage, ne? Stirbt in einer Saison. Ja, ist auch nicht so dramatisch. Gut, wir würden den Fernseher, wie gesagt, neu platzieren. Aber... wer macht denn das? Bergarbeiter. Wäre auch Irwin. Und Irwin ist eigentlich, der ist verfügbar, ne? Das ist doch gut. Kann Irwin machen. Dann kommt da ein Krankenbett rein. Vielleicht auch ein einfaches, aber ein schickes. Ein schönes. Vielleicht sogar Holz oder ein Marmorbett. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind natürlich Möbel. Eine schicke Stehlampe. Packen wir mal da rein. Da rein. Hier fehlt wieder Strom. Ja, schwere Krankheit. Ich weiß. Oh. Jetzt ist Snipe richtig am Arsch. Otschan! Dr. Otschan! Auf geht's! Ja komm, egal. Nutzt alles nichts. Sehr gut. Einmal gucken. Gut aus. Und Behandlungsqualität 100%, aber immer noch extreme Malaria. Die Beeren werden auch gerne mal roh gegessen. Hier, unsere Beeren. In Ordnung, dafür haben wir sie angebaut. Das ist okay. Wie viel haben wir denn eigentlich noch an Nahrungsmittel? 74 einfache Mahlzeiten. Aber nichts Leckeres dabei aktuell, ne? So, Lämpchen haben wir platziert. Boden wird hier nach und nach geglättet. Hier ist schon fast fertig. Irwin installiert die Lampen. Da fehlt der Strom, ne? Das haben wir schon festgestellt. Würde ich fast sagen... ziehen wir es hier nochmal durch, eine Stromleitung. Ich frage, ob das reicht, ne? Jetzt haben wir es hier. Ah, Stromleitungen sind ja eigentlich ganz schnell gebaut. Wir ziehen hier schon mal die Wand weg. Dann kommt da eine schicke Schieferwand rein. Ja, Miss B, das machst du gut. Rette Snipe. Der liegt richtig flach jetzt. Alter Falter. Das ist bitter. So. So. Kanni macht schön sauber. Ist okay. Guck mal, Gavriel hat es überstanden offensichtlich. Wir gucken uns das mal an. Gavriel sieht gut aus. Wurde immun. Beeinflusst die Blutreinheit und das Arbeiten. Das ist natürlich schade. Kann man doch hier auch irgendwo sehen, ne? Blutreinheit ist reduziert und arbeiten hier. Effizienz 92%, das ist okay. Blutreinheit 80%, ja. Oh, Dialyse? Gibt's nicht. Dann ernähre dich gesund, meine Gute. Mein Guter. Mein Gute, ernähre dich gesund. Und dann können wir das hier aber wieder zum normalen Bett machen.
könnten dann aber, die Frage ist, bringt das Hochleistungsmedizinbett was? Ist das besser als die Medizin? Also sagen wir mal, ein Hochleistungsmedizinbett in Kombination mit Kräutermedizin, ist das besser als ein normales Krankenbett in Verbindung mit besserer Medizin? Das ist nämlich die Frage, weil Bett, Krankenbett hier, brauchen dafür 10 Medizin, Freunde. Bessert die Wahrscheinlichkeit, medizinische Behandlung durchzuführen, aber um wie viel? Das ist doch die Frage. Man kann es auch aus Gold machen, aus 800 Gold, aus 800 Silber. Stahl finde ich schon ganz gut. Das würden wir dann halt hier inpflanzen. Das Ding müssten wir neu installieren, beimachen. Ja, zum Beispiel hier und dann das Bett dahin. Das ginge. Und dann auch hier hinstellen. Unten wäre auch okay. Wenn es eigentlich hier nicht schlecht. Den Fernseher hinzustellen und dann halt da das Bett rein. Machen wir mal. Und da muss natürlich hier auch noch Strom rein. Für Lampe und Fernseher. Okay, zumindest der eine Malaria-Erkrankte ist gerettet. Das ist doch schon mal super. So. Boah. Mach mal durch hier in der Wand. Macht ja nichts. Und den anderen. Schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Die andere zu retten. Oh, ist auch ganz schön kalt wieder hier. Außen 14, warum ist denn innen kälter als außen? Wegen der dicken Steinwände. Macht denen das was aus? Gucken. Verkatert. Na gut, das liegt wohl eher am Bier. In der Kälte geschlafen, tatsächlich. Nackt. Wurde beleidigt. Es ist Tag, findet er auch doof. Und in der Kälte geschlafen, ja, macht minus 4, aber die Temperaturen steigen ja wieder aus. Wir haben den 7. im Winter, da ist es halt ein bisschen frisch. 10 Grad, 11 Grad. Also wir haben doch ganz schön Temperaturschwankungen und Probleme. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal Snipe retten und dann schauen wir weiter. Unser Krankenzimmer nimmt Form an. Ich hoffe, das wird was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.